Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich mit euch mal so ein bisschen ein Teechen zusammen trinken und ein bisschen The Tea spillen. Und ja, wenn du Bock auf so ein kleines Q&A hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video wird auch freundlicherweise wieder unterstützt durch My Müsli. Dort habe ich nämlich mit Claudi-Ostern24 einen Code für euch. Da bekommt ihr ab 20 Euro Bestellwert dieses Osterset gratis dazu. Und damit könnt ihr dann so ein bisschen euren Osterbrunch auf die nächste Ebene holen. Finde ich persönlich richtig cool, dass ich euch das hier als Goodie zur Bestellung quasi mit anbieten kann diesen Monat. Und die haben auch gerade so ein neues Müsli am Start, was ich auch ganz interessant finde. Ist jetzt gerade erst eingetroffen, habe ich noch nicht probiert. Ostermüsli ist das einfach mit Schoko-Osterhasen. Und man kann, wenn man möchte, ja bei meinem Müsli sich das Müsli selbst zusammenmischen. Oh, das schaut richtig cool aus. Und hier haben wir wirklich so einen Osterhasen. Ist sehr, sehr süß, ne? Also ja, mein Freund und ich haben auch schon unsere eigene Mischung zusammengestellt. Das seht ihr dann wahrscheinlich nächsten Monat. So schaut es dann einmal aus. Und ich finde, dass einfach diese Müslis von meinem Müsli immer super ansprechend sind. Und auch der Tee, den ich gerade trinke, ist übrigens von meinem Müsli, glaube ich. Das ist nämlich so mein Lieblingstee aktuell. Ich habe, wir haben ja Bronchitis gehabt und ihr hört's, sehr viel mit Husten und so weiter noch weiterhin zu tun. Ich bin ja so eine richtige Kaffeetante, aber so ein guter Tee ist nicht verkehrt. Den trinken wir auch sehr, sehr häufig. Vor allem, wenn ich dann so an meinem Schneidetisch sitze, kommt Schatzi dann manchmal einfach damit um die Ecke und stellt ihn so auf meinen Tisch. Das ist so Liebe. Ich finde es total großartig. Und da habe ich jetzt gerade drin den Tree of Tea Strawberry Bliss. Ich glaube, den hatte ich im Adventskalender drin, oder? Kann das sein? Das ist nämlich ein großartiger Tee. Ihr seht, ich habe da auch schon einiges von getrunken. Das ist halt mit Erdbeere, ne? Und da brauche ich keinen Zucker drin. Und das finde ich richtig cool. Wie gesagt, mit Claudi-Ostern24 kannst du gerade dieses großartige Müsli-Set für Umme mit dazu bekommen. Und alles ist nochmal im Detail unten in der Infobox aufgeführt. Und ja, ihr Lieben, lasst uns mal so ein bisschen hier zusammensitzen, Teechen trinken und schauen wir mal. Ich habe heute nämlich sowohl auf Instagram als auch auf YouTube hier im Community-Tab euch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen. Und dann gucken wir mal, was jetzt schon so reingekommen ist. Ich werde Produkte vor allem aus meinem Project Pen verwenden. Die sind alle in der Infobox verlinkt. Also es geht jetzt auch nicht gar so groß um die Produkte, sondern halt wirklich um das, um eure Fragen, ne? Sonnenschein2826 fragt, gibt es Kooperationen, die du im Nachhinein bereust? Ja, also vor allem Kooperationen, die ich vielleicht auch so ein bisschen in der Anfangsphase gemacht habe, wo ich vielleicht jetzt nicht so hundertprozentig hinterstand, wo ich, das waren halt Barter-Kooperationen, also ich habe das Produkt zugeschickt bekommen, getestet, euch gezeigt. Ich habe einfach mittlerweile für mich gelernt, dass es sinnvoll ist, dass ich den Firmen halt auch kommuniziere, dass ich die Produkte langfristig erstmal testen möchte, bevor ich die irgendwie in die Kamera halte, ne? Dass ich da auch einfach mehr zu sagen kann und so. Und dementsprechend bereue ich im Prinzip, dass ich euch teilweise am Anfang der YouTube-Zeit, was ja teilweise auch schon 5, 6 Jahre her ist, ne, Produkte dann gezeigt habe, die ich einfach nicht ausreichend getestet habe. Oh, mein Sonnenschutz krümelt. Kann man aber ganz einfach hier am Hals wegmachen. Ich habe nämlich eben auf der Couch geschlafen. Dann ist alles immer so ein bisschen anders, finde ich persönlich. Dann darf auch irgendwie mal so ein bisschen was krümeln, weil man schläft ja, man schwitzt und dann ist halt alle immer so eine Sache. Und ja, das ist empfindliche Haut, ne? Wenn ich dann nur so ein bisschen drüber reibe, wird es rot. Läuft. Genau, also das bereue ich auf jeden Fall. Deswegen habe ich jetzt auch mittlerweile das einfach so drin, dass ich sowieso den Firmen sage, dass ich halt die Produkte erstmal zugeschickt bekommen möchte, sie dann eingehend testen möchte. Klar, bei Make-up ist es immer was anderes, ne? Da gebe ich euch dann einfach auch meine First Impression ab und sage auch, dass es meine First Impression ist. Und aber das ist halt so, wie ich halt das Ganze geändert habe. Generell Produkte beworben zu haben oder Kooperationen eingegangen zu sein, bereue ich nicht, weil alles uns alle ja irgendwie weitergebracht hat, ne? Also deswegen bin ich da ganz entspannt eigentlich. Also es gibt nichts, wo ich sage, wüsste ich jetzt ad hoc nicht, ne? Kann natürlich sein, wenn ich jetzt irgendwie mir noch ganz alte Videos nochmal anschaue, dass ich sage, oje mine. Aber im Prinzip ist es so, dass ich nach wie vor noch hinter allem stehe, was ich auch so beworben habe. Ja,
Aber wie gesagt, die Art und Weise, wie ich jetzt mittlerweile Kooperation eingehe und euch Produkte halt auch vorstellen möchte, hat sich einfach ein Stück weit geändert. Das ist zum Beispiel bei meinem Müsli der Fall, dass ich einfach vorab selber schon Kunde war. Das ist immer so das Optimalste für mich persönlich, ne, dass man selber schon mal Kunde war oder ja schon Kunde ist in dem Moment und sich daraus halt eine Kooperation entwickelt. Das ist für mich halt auch irgendwie das Sinnvollste, wenn man halt auch irgendwie schon mal vorab was davon gehört hat, wenn man die Qualität kennt und so. Und ich weiß zum Beispiel für mich, dass die Müslis von meinem Müsli nicht so super günstig sind, aber sie haben halt auch den besonderen Pfiff. Du hast die Möglichkeit, dir selber was zusammenzustellen und du hast auch wirklich ein gutes Müsli und ich habe ein gutes Gewissen, wenn ich das auch promote, wenn ich das auch selber esse tatsächlich. Es kommt natürlich auch drauf an, was für eine Mische man sich zusammenstellt, aber im Großen und Ganzen kann man das Ganze auch wirklich gesund halten, ne? Und dementsprechend ist das halt etwas, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass man einfach, wenn ich dafür Werbung mache, auch einfach ein Stück weit die Produkte im Vorfeld testen kann und darf. Und was auch sehr, sehr wichtig ist, dass ich dann im Vorfeld auch sogar zu den Firmen sagen kann und darf, was ich dann auch schon in der Vergangenheit gemacht habe, die Kooperation findet nicht statt. Ich kann euch das Produkt gerne zurückschicken. So, ne, wenn das halt wirklich nicht bei mir funktioniert hat. Und das ist für mich halt auch irgendwie das Authentischste, was man halt auch so machen kann. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe viele von den Produkten, die ich auch irgendwann mal im PR bekommen habe, auch immer noch in Anwendung. Also sei es ein Kissen, sei es Kleidung, sei es ein Staubsaugerroboter oder sonst irgendwas, den ich mir dann teilweise auch schon wieder nachgekauft habe, weil der bei der ständigen Benutzung, die wir hatten, dann irgendwann mal den Geist aufgegeben hat. Aber doch definitiv. Also da bin ich auch von vielen Sachen nach wie vor richtig, richtig begeistert und freue mich auch, dass ich eben durch die Kooperation die Produkte kennenlernen durfte. Falsch. Und da einfach auch selber von begeistert bin. Ne? Das finde ich auch sehr, 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 sehr cool. Deswegen gefällt mir ja auch mein Job. Deswegen gefällt mir das Ganze ja auch, diese Produkttests machen zu dürfen. Mache ich jetzt vielleicht nicht so super in dem Maße, wie das bei anderen vielleicht der Fall ist, aber mir gefällt es auf der Art und Weise, wie ich es mache. Ich habe mich vor allem auf den Beauty-Bereich fokussiert, dass ich vor allem euch Beauty-Produkte zeige und vor allem euch dann halt auch so Make-up-Sachen zeige, wo man halt auch schnell ein Ergebnis sieht. Ne? Das ist halt so das, wo ich meinen Fokus mehr oder weniger drauf gesetzt habe. Und wenn man dann halt einfach die Option hat, sei es Food-Produkte oder irgendwelche technischen Geräte oder so, das Ganze halt auch noch irgendwie mit unter einen Hut zu bekommen und das Ganze auch irgendwie vernünftig präsentieren zu können, weil es halt auch einfach für mich passt. Warum nicht? Ne, das ist so meine Denke dabei. Und das sage ich den Firmen auch immer wieder und deswegen sage ich auch sehr, sehr vielen Firmen ab. Ich promote auch wirklich nur die Produkte, die ich mir privat selber kaufen würde. Also es macht jetzt keinen Sinn, wenn ich jetzt irgendwelche, keine Ahnung, mega krassen Sportsachen oder so euch zeigen würde, würde ich mir nämlich im realen Leben so nicht kaufen. Oder halt super, super, super überteuerte Sachen. Klar gebe ich auch mal ein paar Euro mehr für Beauty-Produkte, für Pflege, für Make-up aus, für Kleidung. Aber ich brauche jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, euch Dior oder so quasi bewerben, in dem Sinne, dass ich eine Kooperation mit Dior hätte und dann irgendwie Kleidung von Dior zeigen würde, weil ich mir das einfach privat nicht kaufen würde. Das wäre halt nice to have, aber nichts, was halt irgendwie für mich persönlich Sinn ergeben würde, ne? Nadine Lakritz 4004 fragt, welche Brand liebst du, obwohl es gar keinen richtigen Grund dafür gibt? Ich zum Beispiel fühle mich mit vielen Lancôme-Produkten schon beim Auftragen wie eine Prinzessin, obwohl es sicherlich keinen richtigen Grund gibt. Und hat sie noch sehr, sehr viel geschrieben. Das ist eine gute Frage. Also, welche Brand ich liebe, weswegen, also ich liebe generell Make-up. Ich liebe generell auch verschiedene Produkte und Marken zu testen, aber dass ich sage, Mensch, die Brand ist jetzt so mega, 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 weiß ich nicht, weiß ich nicht. Klar, manche Sachen sind, oh ja, im hier Indie-Brand-Bereich, keine Ahnung, warum das so ist, da fahre ich tatsächlich drauf ab. Wenn Peggy da irgendwie wieder in ihren Neuheiten-Videos, Morbus Black, schaut bei ihr vorbei, lasst euch anfixen, viel Spaß, wieder so Indie-Brands vorstellt und deren neuen Produkte. Ich mag es einfach, wenn es bunt ist und glitzert. Das ist halt irgendwie, finde ich, total charmant. Und
das Ding ist halt auch einfach dadurch, dass ich jetzt ja mittlerweile hauptberuflich auch hier auf YouTube und Instagram bin, also auf Social Media, habe ich halt auch einfach die Möglichkeit, solche kunterbunten Sachen und verrückten Sachen in meinem Alltag zu tragen. Also das, was ich jetzt auch schminke, ist quasi mein Alltags-Make-up. Also heute ist Sonntag, wo ich drehe, der Sonntag vor dem Mittwoch, bevor das Video online geht, ne? Und das ist halt mein Look, den ich dann haben werde und dann einfach einen schönen Sonntag mit meiner Familie verbringe. Also ja, so halt, ne? Und ja, da ist es dann halt auch relativ pelle, ob ich jetzt irgendwie kunterbunt bin oder ob ich ungeschminkt bin. Hauptsache, man fühlt sich wohl. Das ist halt auch so mein Vibe, den ich dahinter immer wieder sehe. So, heute ist ja auch zum Beispiel ein Video online gegangen, wo ich euch so ein paar Make-up-Hacks mitgebe. Da geht es halt auch vor allem darum, dass man sich halt jetzt nicht irgendwie für irgendwen schminkt, sondern du machst es halt für dich selbst, wie du dich wohlfühlst. Ich habe auch Kommentare schon jetzt eben unter dem Video gelesen, dass geschrieben wurde, dass es halt immer zu viel wäre und so. Wie man sich wohlfühlt, Leute. Ich bin halt binär, ganz oder gar nicht, ne? Also für mich macht das nicht so viel Sinn. Klar, damals war das halt so, wenn ich im Büro war, aus Fauli-Gründen, habe ich mir einfach nur ein bisschen Mascara aufgetragen. Ein bisschen Eyeliner fertig ist die Laube, mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen. Ja, einfach weil ich da halt auch noch in dem Mut drin war, was sollen die anderen denken? Weil da halt auch ziemlich, wie soll ich das sagen, es war halt im Agrarbereich, waren wir da auch unterwegs. Und dementsprechend waren dann auch meine Kolleginnen und Kollegen sehr, wie soll ich das sagen, natürlich eingestellt. Und wenn man dann vielleicht etwas auffälliger geschminkt war oder bunte Nägel hatte oder so, ist man schon aufgefallen und war wie so ein bunter Hund. Das war echt total crazy. Und das ist eigentlich schade, ne? Also ich bin aktuell so ein bisschen dabei, diese ganzen alten Glaubenssätze, was sollen die anderen denken, was sollen die Nachbarn sagen, ist hier bei uns Gott sei Dank eh nicht so der Fall, aber das war halt bei mir in der Jugend sehr viel mit der Nachbarschaft, was sollen die Nachbarn sagen, was sollen die Nachbarn denken, war halt ein großes Thema. Das ist es für mich einfach aktuell nicht mehr und das genieße ich in vollen Zügen, dass ich halt einfach machen kann, was ich will, dass ich sein kann, wie ich will, also im gesetzlich okayen und moralisch vertretbaren Rahmen, ne? Und dass mir da halt keiner irgendwie groß reinredet, mir irgendwas absprechen möchte oder mich, keine Ahnung, in dieser Freiheit einschränken möchte. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt auch so ein Thema, was ich persönlich halt auch realisiert habe, was mir sehr, sehr gut tut, dass ich mich eben von diesen Verrücktheiten distanzieren kann. Ja, und das genieße ich. Und das ist auch wirklich ein Privileg, was ich habe. Und das weiß ich auch definitiv, ne? Also eben, dass ich mir halt auch als Mutti die Zeit nehmen kann und darf, meinem Job nachzugehen, Vollzeit zu arbeiten, mehr als Vollzeit zu arbeiten und einfach auch Freude daran haben zu dürfen. Ja, also das ist wirklich alles nicht selbstverständlich. So, ja, da bin ich jetzt wirklich mit der Kirche ums Dorf gefahren mit meiner Antwort, ne? Make-up-Room-Tour wird gewünscht, kommt. Oha, das ist schwierig. Steffi H. fragt, hi Claudi, mich würde interessieren, welche 5 Lidschattenpaletten deine dir liebsten sind und welche Palette war deine allererste, die du gekauft hast? Oha, also die erste, die ich gekauft habe, war, glaube ich, boah, die ich wirklich ganz, ganz ursprünglich gekauft habe. Doch, das fing mit den Lidschattenpaletten auch erst so richtig an, als ich mich auch mehr für Make-up interessiert habe, weil vorher waren es halt eher wirklich so einzelne Geschichten, die ich getragen habe. So ein schönes Art Deco Blau oder so ein Schwarz, ne? Und ich bin dann irgendwann bei Catrice gewesen, an der Theke. Und da habe ich mir diese, ach, das ist eine ganz, ganz nudige Palette natürlich gewesen. Damit habe ich halt auch angefangen. Das sind halt diese gewesen, wo halt auch drauf stand Crease und Highlight. Wisst ihr, was ich meine? Und dann eine wirklich sehr, sehr zurückhaltende. Und habe da damals schon so, oh mein Gott, das ist schon krass. Und naja, heutzutage bin ich dann vielleicht etwas bunter. Nun, aber das war halt damals auch so der Anfang. Also so eine Catrice-Palette müsste eine der ersten definitiv gewesen sein. Da erinnere ich mich auch noch dran, dass ich meine komplette Schminke unten hier in meinem Spiegelschrank auch hatte. Und auch damals in unserer Mietwohnung, da hatte ich noch viel, viel weniger. Ja, das war dann so das Erste. Dann meine 5 liebsten Paletten. Boah! Das ist jetzt gar nicht so leicht, sich zu entscheiden. Also, ich weiß nicht, welche Natasha Denona Palette ich euch jetzt nennen würde. Ich glaube, das ist so die Glam-Palette. Das wäre wahrscheinlich so
ja, das, wo ich sagen würde, so eine schöne Basic-Palette, wo man halt auch echt viele verschiedene Töne drin hat, ne? Dann auch eine gute Basic-Palette ist hier von Luna Beauty, die Nude Prism. Die finde ich auch fantastisch, einfach weil man damit auch sehr natürlich bleiben kann. Das ist eine wundervolle Nude-Palette, wo du aber halt trotzdem diese geilen Schimmertöne mit drin hast. Ja, das ist halt von By Beauty Bay die Jade-Palette. Die hatte ich mal in irgendeiner Mystery Box drin. Ich finde sie aber so fantastisch, weil du hier wirklich so gefühlt den ganzen Regenbogen drin hast. Und die Qualität ist hammermäßig. Also die habe ich auch schon so oft verwendet. Ich finde die einfach klasse. Kann ich nicht anders sagen. Ist sehr, sehr empfehlenswert. Ansonsten die Paletten von Odin's Eye. Da wüsste ich auch nicht, für welche mich entscheiden soll. Da geht es aber vor allem darum, dass die halt fantastisch aussehen. Also die sind halt so mega detailverliebt und so, dieses Packaging gefällt mir und dieses ganze, oh, wie Odin's Eye das halt bei den Paletten macht. Ich bin wirklich bislang nur bei den Paletten so steil gegangen. Die anderen Produkte sind jetzt nicht so unbedingt, wo ich sage, oh mein Gott, die brauche ich unbedingt. Also so Lippenprodukte, Base-Produkte, die die haben, muss nicht unbedingt sein. Aber halt gerade diese, oh, Lidschattenpaletten, ne? Und ja, ansonsten, das wären halt so die, wo ich auf jeden Fall sagen würde, die sind hammermäßig, qualitativ, preis-leistungstechnisch vollkommen richtig und ja, definitiv. Also die würde ich so definitiv nennen. Man findet aber natürlich auch zum Drogeriesegment gute Paletten, weil zum Beispiel bei Beauty Bay ist ja auch im Drogeriesegment unterwegs, von den Preisen her, finde ich persönlich so, ne? Genau, aber das wäre so, ja. Also ich habe gemerkt, dass ich auch vor allem im High-End-Bereich dann wäre, als ich gerade auch vor meinem Regal stand. Einfach weil ich da weiß, dass wenn ich die Produkte anwende, dass es auch einfach funktioniert. Ne? Das ist halt auch immer so die Sache, die ich immer präferiere. Und da nicht jetzt irgendwie einen großen Hack-Mack machen muss oder so. Trotzdem ist es so, dass ich dann auch immer in Kombination zum Beispiel den NYX Glitter Glue oder so verwende, einfach um das Optimum aus den Paletten rauszukitzeln. Ich habe halt selten so einen Hauch von nur drauf. Ne? Vielleicht mache ich heute mal so einen entspannteren Look, ein bisschen Alltag, keine Ahnung, dass man da jetzt nicht irgendwie stundenlang im Augen-Make-up sitzt, aber ich liebe es halt, ne? Mich gerne so, also ich mag es wirklich total gerne, mich anzupinseln und so Produkte auszuprobieren und Konsistenzen, neue Konsistenzen kennenzulernen, neue Texturen kennenzulernen. Oh, richtig cool, weil man fragt sich ja immer wieder, was kann die Make-up-Industrie überhaupt noch weiter machen, um halt sich weiterzuentwickeln, aber die schaffen das. Also gerade ist ja natürlich richtig viel am Start hier mit, wir machen auch fancy Inhaltsstoffe und so weiter mit rein, dass das Ganze halt auch irgendwie noch spektakulärer wird und so. Aber im Großen und Ganzen ja, sind die ja wirklich relativ grenzenlos unterwegs. Ne? Also klar müssen die sich immer wieder was Neues überlegen. Aber ich glaube, wir kriegen das alle ganz gut mit, dass die das auch wirklich immer wieder schaffen, uns alte Hasen gegebenenfalls mal zu begeistern und zu erstaunen. Und das liebe ich ja, ne? Iris Grupp 1364 fragt, habe ich schon mal gefragt, welche getönte Tagescreme, die nicht gerade 50 Euro kostet, würdest du empfehlen und welchen Lichtschutzfaktor sollte eine Gesichtscreme mindestens haben? Meine Haut ist nicht empfindlich und nicht so hell. Fangen wir mal beim Lichtschutzfaktor an. Meine Meinung. Einfach auch meine Erfahrung. Im Sommer Lichtschutzfaktor 50. Einfach, weil wir tragen eh viel zu wenig auf, dann sollte man vielleicht einfach auch prinzipiell zu einem höheren greifen, um, auch wenn die Haut nicht empfindlich ist, die Haut davor zu bewahren, halt Sonnenschäden zu bekommen oder im schlimmsten Fall Hautkrebs. Ne? Das ist auch so ein Thema, was letztes Jahr leider, leider, leider bei mir in der Familie mal wieder am Start war. Denn, ja, ne? Das hat da schon wieder jemanden erwischt. Also die Haut ist bei uns in der Familie halt wirklich so ein, ja, eine Achillesferse, sag ich mal dazu. Genau, und deswegen bin ich da halt noch mal ein bisschen mehr vorsichtig geworden. Zudem würde ich sagen, so im tiefsten Winter würde ich einen 30er auch nehmen. Ne? Also würde ich auch in meiner Familie, in meinem Freundeskreis sagen, dass wenn ich dann gefragt werden würde, welchen kannst du da empfehlen? Ja, wirklich, wenn es Winter ist und du kaum rausgehst und so, dann reicht auch ein 30er. Aber im Sommer, Frühling, Herbst, 50er. Ja, wirklich, Leute. Ja, einfach meine Empfehlung. Ne? Da gibt es halt auch verschiedene Möglichkeiten,
Also es gibt im K-Beauty-Bereich wirklich sehr, sehr milde Geschichten, die halt jetzt auch nicht irgendwie super reichhaltig sind oder so, sodass man da halt auch nicht irgendwie denkt, man hätte zu viel auf dem Gesicht oder so. Das heißt, ja, testet euch da durch, lest euch Erfahrungsberichte durch, hört hier Reviews euch von YouTubern zum Beispiel an, wenn da so Aufgebrauch-Videos kommen, hast du jetzt immer wieder auch Leute, die Lichtschutzfaktor in die Kamera halten und da halt auch ihre Erfahrung zu geben. Dann zum Beispiel auch bei YesStyle, bei Purish kannst du halt auch die Bewertung dir anschauen, eigentlich fast überall, ne? Und da einfach auch drauf achten, was für ein Hauttyp die Menschen haben. Und schreibt selber auch solche Bewertungen. Kann ich wirklich einfach nur sagen, weil damit könnt ihr dann den Leuten helfen, die das Produkt noch gar nicht kennen und eben von Leuten wie mir dazu animiert werden, sich die Kommentare mal durchzulesen oder die Bewertungen. Ne? Das mal als kleiner Tipp am Rande. Genau. Getönte Tagescreme. Da kannst du entweder deine eigene mischen, indem du dir einfach deine Lieblingsfoundation nimmst und die mit deiner normalen Tagescreme mischt. So, ne? Dann hast du halt eine leichte Variante von deiner Foundation als getönte Tagescreme. Oder, was man auch nehmen kann, ist im K-Beauty-Bereich haben die richtig schöne BB-CC-Creams. Von Misha gibt es tolle. Die sind auch gar nicht so super teuer, ne? Das ist noch recht erschwinglich. Ansonsten fällt mir persönlich auch der Skin Tint von Essence gerade ein. Den mag ich einfach gerne. Den habe ich ja jetzt just mir gerade erst neu bei mir einziehen lassen. Kam jetzt im neuen Sortiment. Finde ich sehr, sehr schön. Ja, das wären so meine ersten Empfehlungen, die ich jetzt so aus dem Bauch heraus geben würde. Ansonsten kriegst du auch bei L'Oreal sehr, sehr leichte Geschichten. Halt diese, wie heißen die? Perfect Match Serum. Dieses Tinted Serum. Das ist auch super geil. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Genau, also da muss man halt einfach nur schauen, ob einem die Nuancen, die dort vorhanden sind, passen, weil die haben jetzt nicht so die ultimative Farbauswahl, ne? Genau, ja, also das wäre so ad hoc das, was ich empfehlen würde. Was habe ich denn sonst noch? Genau, und die beiden hätte ich jetzt hier auch noch. Die Cica Clearing BB Cream zum Beispiel von Purito, die finde ich auch sehr schön. Habe ich in 21 Light Beige, passt mir im Sommer. Will nicht fokussieren, mache ich so. Und dann hatte ich jetzt letztes Jahr in einer Notino-Box diese Mison Snail Repair Intensive BB Cream. Also schau einfach nach BB Creams, ne? Da wirst du eigentlich allerhand finden. Was bei mir persönlich, aber bei meiner Mom sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel die von Nivea. Ja, komme ich nicht so klar mit. Meine Mama sehr, sehr gut. Simon C273 fragt, für die Tochter einer Freundin, welche Wirkstoffe sollte sie gegen ihre bzw. mit ihrer Akne verwenden? Akne ist eine Hautkrankheit, die man mit dem Hautarzt besprechen sollte. Also da mild würde ich persönlich so im ersten Schritt erstmal empfehlen, ne, dass man da, ich habe glaube ich eben schon ganz schön viel Blush aufgetragen, egal, mild, ne? Nicht dieses klassische Klerasil-Gedönsen oder ich möchte meine Pickel so sehr austrocknen, dass ich denke, ich wäre selber die Wüste Gobi. Nee, weil da reagiert die Haut meistens dann mit Nachfetten und das Ganze wird halt noch schlimmer. Das wollen wir nicht. Und das heißt, milde Pflege, Hyaluron ist da immer eine ganz gute Sache. Ceramide sind sehr gut, weil sie hautberuhigend sind. Genau, also das wäre so halt das, was ich erstmal empfehlen würde, um wieder die Hautbarriere zu stärken, um wieder ein bisschen Schildes reinzubringen. Was man halt auch machen kann, ist natürlich mit Niacinamiden, Vitamin C und Salicylsäure zu arbeiten. Salicylsäure ist etwas, was ich jetzt aktuell nicht mehr empfehlen würde, beziehungsweise so ab April nicht mehr empfehlen würde, weil das halt einfach ein chemisches Peeling ist, das ist eine Säure und das ist jetzt einfach mit der aktuellen Sonneneinstrahlung für die Haut nicht ganz so gut. Das heißt, da dann auf Enzympeelings setzen, die dann halt quasi die abgestorbenen Hautzellen entfernen, sodass man da halt auch irgendwie die Haut von dem befreien kann, was auf der Haut drauf ist, was jetzt nicht so mehr drauf sein sollte. Ich habe mal ein Video gedreht zu reiner Haut, da kannst du auch gerne mal vorbeischauen, wenn du möchtest. Genau, ansonsten, wie gesagt, am liebsten empfehle ich jetzt zum Hautarzt zu gehen, weil Akne ist eine Hautkrankheit, wenn es wirklich, wirklich Akne ist und nicht nur eine generelle Haut,
Unreinheit, ne, dass man halt irgendwie so ein bisschen Unreinheiten hat oder so, geh am besten oder gib dem Mädchen da am besten weiter, erstmal zum Hautarzt zu gehen. Weil wenn es wirklich Akne ist, also eine richtige Hautkrankheit, dann wird der Hautarzt auch ganz andere Möglichkeiten haben, Produkte zu verschreiben. Und genau, das wäre so mein ganz, 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 ganz wichtiger Hinweis. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Freundin bei mir ist und halt sagt, Mensch, ich habe Unreinheiten, was kann ich machen? Dann würde ich mir die Haut halt auch genauer anschauen und nach bestem Wissen und Gewissen dann ja, ihr dann halt auch Produkte empfehlen. Aber wie gesagt, erstmal mit der Stärkung der Hautbarriere anfangen. Denn sowas ist ja auch meistens einfach eine Entzündung. Also dass man halt ein sehr, sehr entzündetes Gesicht hat. Und da möchte man jetzt auch nicht direkt mit krassen Sachen draufgehen. Das heißt, erstmal anfangen, wieder vorsichtig die Hautbarriere zu stärken. Das Ganze sanft behandeln lassen. Und nicht weiter austrocknen, sondern mit Liebe versorgen. Antibakterielle und antientzündliche Sachen, nee, entzündungshemmende Sachen verwenden, genau. Ansonsten vorsichtig mit der Haut umgehen, mit Feuchtigkeit versorgen, erstmal versuchen, die Entzündung zu hemmen und so dann halt auch ein Stück weit dem vorzubeugen, dass das Ganze halt noch eskalativer wird. Ne? Und wie gesagt, schau in dem Video vorbei, da habe ich ein komplettes Video drüber gedreht, da sind ganz, ganz viele wichtige Infos drin. Marione Zitrone fragt, du hast mal erzählt, dass du das Wimpernserum wegen der Hormone in der Schwangerschaft nicht genutzt hast. Hast du es bereits bei Kinderwunsch abgesetzt oder erst beim positiven Schwangerschaftstest? Würde das Serum gerne selbst mal probieren, aber habe bestehenden Kinderwunsch. Ich habe das Grande Lash, worauf du wahrscheinlich abzielst, erst abgesetzt, als ich einen positiven Schwangerschaftstest hatte. Genau, also als ich halt wirklich Julius in meinem Bauch hatte. Und dann habe ich das Wimpernserum abgesetzt, weil ich mich, auch um ehrlich zu sein, da erst so richtig darüber informiert habe, welche Wirkstoffe, welche Inhaltsstoffe sollte man dann halt während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht mehr verwenden. Und habe dazu ja auch ein eigenes Video gedreht, aber nicht als Präventivmaßnahme. Also ich nehme es jetzt ja auch wieder. Wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, sollte man natürlich grundsätzlich auf Hormone verzichten in allen möglichen Geschichten. Ich persönlich habe das einfach auch bei Kinderwunsch schon, also nicht abgesetzt, einfach weil ich auch sehr, sehr lange den Kinderwunsch hatte, um ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile ziemlich leer hier. Genau, und dann hätte ich ja im Prinzip 3 oder 4 Jahre im Vorfeld das Produkt nicht verwenden dürfen, ne? Und ja, deswegen habe ich das erst bei positivem Schwangerschaftstest dann abgesetzt. Da hatte ich nämlich eine Rundmail geschickt an meine Kooperationspartner, die sich halt mit Wirkstoffen etwas besser auskennen als ich. Und habe dann vor allem von Dalton zum Beispiel super viel Informationen bekommen, was man halt in der Schwangerschaft und Stillzeit verwenden kann, darf, sollte und was besser nicht. Und ja, da habe ich dann auch entsprechend ein Video zugedreht. Auch habe ich euch eben schon verlinkt, ne? Glaube ich, weiß ich nicht. Sehr wichtiges Video tatsächlich, was ich auch immer wieder Freundinnen von mir weiterleite, wenn sie jetzt halt schwanger werden. Aber letztendlich ist es halt eine Sache, was man halt für sich selbst entscheiden sollte. Genau, also ich habe ja nach wie vor auch einen Kinderwunsch. Also ich hoffe, dass Julius kein Einzelkind bleibt. Das weiß man natürlich alles nicht, aber muss man auf sich zukommen lassen. Ne? Genau, aber ich bin jetzt tatsächlich nicht an dem Punkt, dass ich mein Leben jetzt schon komplett nur, in Anführungsstrichen, nur bei Kinderwunsch dementsprechend anpasse, sondern ich mache es dann halt erst, wenn ich weiß, dass ich schwanger bin. Weil ich einfach auch gelernt habe, dass wenn ich jetzt einfach zu eskalativ bin und jetzt schon irgendwie versuche, keine Ahnung, mich zu schonen und aufpasse und hier und da, das wäre ja, als würdest du jetzt schon, ja gut, ich trinke ja nicht wirklich Alkohol, aber als würde ich jetzt schon anfangen, keinen Alkohol mehr zu trinken, nur weil ich einen Kinderwunsch habe. Da muss man halt auch immer für sich gucken, inwiefern möchte man sich selbst unter Druck setzen. Du kannst nicht nach dem Motto leben, oh mein Gott, ich könnte ja jederzeit schwanger sein, weil ich einfach auch erlebt habe, dass es ein paar Jährchen dauern kann, bis es dazu kommt. Ne? Aber wie gesagt, das muss man für sich selber entscheiden. Da möchte ich keinem irgendwelche Sachen vorschreiben oder so. Jetzt ist der Tee trinkbar, richtig gut.
Und ja, ich lasse immer dieses Teenetz und Teebeutel und so in meinem Tee drin. Das ist echt irgendwie so ein Ding. Keine Ahnung. Andere nehmen das ja immer irgendwie raus, ne? Genau. So viel dazu. Karinburger 40818 fragt, wäre eine Claudis Sprechstunde via Instagram Live zumindest einmal im Monat möglich mit Q&A, Live, Schminken oder Behandeln eines Beauty-Themas? Das versuche ich halt tatsächlich eben über solche Videos halt abbilden zu können, ne? Dass ich hier so meine Q&As mache, um euch da halt die Fragen zu beantworten. Ist manchmal nicht so leicht für mich, weil ich halt einfach durch das Mutterdasein nicht mehr diese ultimative Flexibilität habe, zu sagen, ach Mensch, ich setz mich mal eben hier hoch und so, ne? Einfach, weil ja, es ist alles nicht mehr so planbar, wie es halt einfach mal war. Und deswegen ist das für mich mit dem Live-Gehen halt nicht so leicht. Ich versuche, live zu gehen immer mal wieder, aber es ist wirklich, wie gesagt, für mich in meinem Alltag nicht ganz so easy peasy, das zu integrieren. Vor allem wäre ich dann zu Zeiten live oder ja, würde mich halt zu Zeiten schminken wollen oder was auch immer, wo vielleicht die meisten von euch schlafen oder so. Also meine Arbeitszeiten sind halt wirklich sehr verrückt. Ich fange halt meistens an, nicht hier zu schminken. Also dass ich jetzt zum Beispiel hier um 15.41 Uhr sitze, ist eine absolute Ausnahme. Sowas kann ich halt, wenn, wirklich nur am Wochenende machen oder so. Und genau, weil Julius ist ja halt nicht im Kindergarten, noch nicht. Und dementsprechend habe ich halt jetzt nicht irgendwie, dass ich vormittags oder so Zeit hätte, das zu machen. Vor allem vormittags sind die wenigsten dann auch einfach da so, ne? Genau, also von euch dann wahrscheinlich, ihr seid ja auch ganz normal dann am Arbeiten. Und ja, ich sehe halt immer irgendwie, weiß ich nicht, ich bin nicht so planbar, das tut mir einfach leid. Und dementsprechend ist es nicht so, dass ich sagen kann, dann und dann gehe ich halt immer live. Und ja, deswegen ist es nicht so einfach, diesen Wunsch quasi zu realisieren. Ich persönlich fände es auch ganz interessant, das mal zu machen. Wobei, Claudis Sprechstunde, ich bin ja halt nicht in dem ausgebildet, ne? Also ich mache ja Beauty einfach nur, weil ich da Bock drauf habe und nicht, weil ich ja das irgendwie mal gelernt habe oder so. Das muss man halt auch wirklich wissen. Wie nehme ich denn jetzt? So ein ganz fancy Ton. So ein matter Ton mit Schimmer drin. Den versuche ich jetzt mal. Oha. Okay. Genau, das heißt, so eine wirkliche Sprechstunde in Anführungsstrichen oder dass ich euch da irgendwie groß hilfreich zur Seite stehen könnte, kann ich versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen das zu beantworten, wie ja eben schon gesagt. Aber ich kann... Also ich bin halt nicht eine Kosmetikerin oder eine Dermatologin oder sowas. Da fragt Lilly Rose 5088, wird dein Sohn noch ein kleines Geschwisterchen kriegen? Habe ich ja eben schon angesprochen, witzig. Ich hoffe, wenn das so hinhaut und ne, das, wenn ich schwanger werde, dann werde ich schwanger. Ja, wäre schön, ne? Würde ich mich freuen. Platz hätten wir wohl. Mrs. Pot 3R fragt, du hattest mal erzählt, dass du die Sarah Harrison Box nicht mehr abonniert hast, weil dir eine Followerin etwas geschrieben hat und erzählt hat. Magst du darüber etwas berichten, liebe Claudi? Naja, also im Prinzip geht es ja darum, dass die Dame ja auch Werte vertritt, die ich jetzt nicht unbedingt vertrete, sei es ja halt Mami-Vlogger da sein, ne? Das ist jetzt nicht so meins. Genauso wie ich auch nicht so diese Dubai-Fluencer-Geschichte supporte. Und jeder soll machen, was er möchte, definitiv. Aber dann sollte es natürlich auch meine Entscheidung sein dürfen, ob ich das quasi unterstützen möchte, ne? Und das möchte ich halt einfach nicht, weil da hatte mir die Followerin halt auch wirklich so ein Stück weit die Augen geöffnet und gesagt, Mensch, wenn du die Box vorstellst, dann unterstützt du halt all diese Dinge. Und eigentlich bist du das ja nicht so. Und ja, genau, das ist dann halt so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, okay, dann hat sie recht, dann sollte ich das mal besser lassen. Weil, ja, das halt auch nicht meinen persönlichen Werten entspricht. Ich würde ja auch zum Beispiel meinen Sohn nicht vor die Kamera halten oder geschweige denn in irgendwelchen frequenten Situationen zeigen oder so. Da guckt euch definitiv gerne die Videos von Alicia Joe zu an. Die hat da ganz, ganz großartige Videos zu gemacht. SaXOXO7066 fragt, was hat dein Ersatz zum Jepoda-Bomb?
okay, die Kooperation ist ja beendet, oder? Da sind auch zwei Antworten drunter, die gucke ich mir gleich an. Ja, also ich habe nach wie vor den Kornbaum zu Hause und wenn ich halt so starke Make-ups schminke, dann ist das auch meistens so meine Rettung, ne? Also um das mal ganz salopp zu sagen. Jetzt aktuell habe ich eine Anwendung von Balea, den Abschminkbalsam. Den finde ich nicht so gut. Also muss ich ganz ehrlich sagen, der nimmt das Make-up leider nicht so gut runter. Und genau, hinterlässt halt auch wirklich eine sehr, sehr schwere Schicht auf dem Gesicht. Definitiv Double Cleansing musst du da machen, ne? Genau, und ist nicht ganz so mein Vibe. Ansonsten, ja, finde ich den von Clean and Zero ganz gut, den von Elemis finde ich ganz gut. Die koreanischen Geschichten, die ja quasi auch die Vorreiter sind, die man so ja auch bekommt, finde ich ganz gut. Aber im Großen und Ganzen ist der Kornbaum halt wirklich mein heiliger Gral, was Abschminken angeht. Das kann ich nach wie vor so sagen. Ich finde den fantastisch. Und ja, deswegen habe ich den auch immer, immer, immer als Backup bei mir. Und habe den auch immer in meinem Badezimmerschrank für den Fall der Fälle. Und habe ihn jetzt auch schon in letzter Zeit öfters benötigt, als ich mir dann auch heftigere Looks geschminkt hatte, ne? Und der Balea den halt nicht wirklich runtergekriegt hat. Da habe ich zweimal, dreimal Balea drauf gemacht. Und wenn es dann halt nicht geht, dann geht's nicht. Genau, was sind denn die Antworten darauf? Nadine Lakritz, 4004. Ja, finde dabei auch den Grund der Beendigung ganz spannend, wenn sie den sagen darf. Ich bin beispielsweise von Yepoda und deren Hype am Ende nicht so überzeugt, außer der Kaumbaum. Den liebe ich, der Rest war bei mir nicht kompatibel. Und Sarah schreibt dann auch nochmal, ja, ich glaube, die kam mit Claudis berechtigter Kritik beim Adventskalender nicht klar und das müssen Firmen einstecken und annehmen, bestenfalls verbessern. Nee, tatsächlich war der Adventskalender nicht der Grund für die beendete Kooperation, sondern wie bei manchen anderen Firmen halt auch. Es ist so, dass ich gerne zum Jahresende halt auch einfach mal so frage, inwiefern meine Community die Marke halt feiert. Also sprich, in dem Fall war es halt so, Gold oder möchte ich grau? Dass ich halt gefragt habe, Mensch, wie sieht's aus, Leute? Wie sind so die Bestellungen über den Code gelaufen? Wie viele Leute haben bestellt und so? Dass ich halt einfach sehen kann, inwiefern ihr die Kooperation halt feiert. Weil es macht halt keinen Sinn, wenn ich die Produkte halt promote, wenn ich dafür Werbung mache. Ich meine, klar, ich bekomme dafür dann vielleicht ein paar Euros. Aber für mich ist es dann einfach sinnvoller zu sehen, inwiefern meine Community überhaupt diese Werbung akzeptiert, in Anführungsstrichen. Weil wenn ich jetzt sehe, dass irgendwie nur ein ganz paar Leute sich dafür überhaupt interessieren, alle anderen sind dann nur genervt von, ja, dann ist einfach mal irgendwann der Punkt gekommen, wo ich dann von mir aus sage, dann lohnt sich die Kooperation halt für alle nicht. Also die Firma hat dann nichts von, ihr habt da nichts von, ich hab da nichts von. Und das ist halt auch so eine Gewissensfrage, die man natürlich als Content Creator irgendwann sich stellen muss. Wovon mache ich abhängig, was ich bewerbe? Und mein Fokus liegt halt auf meiner Community. Und wenn meine Community das nicht gut findet, was ich bewerbe, dann wird die Kooperation halt nicht fortgeführt. So. Und also bei meinem Müsli bekomme ich immer wieder das Feedback, dass ihr das sehr, sehr feiert, sowohl von euch als auch von meinem Müsli selber. Deswegen wird es zum Beispiel auch immer fortgeführt und ich finde es großartig, weil das einfach für alle Win-Win ist, ne? Und ja, aber bei Yepoda zum Beispiel war das halt nicht der Fall. Also nach wie vor, die Produkte von Yepoda habe ich gerne in Anwendung, aber da bin ich tatsächlich eher beim Kornbaum absolut hängen geblieben. Das ist voll mein Produkt. Das habe ich auch immer wieder gesagt während der Kooperation. Und euch, ne, halt auch immer wieder gesagt, das ist mein Produkt überhaupt. Und das ist halt tatsächlich auch so, dass ich dann dieses Produkt mir immer wieder so kaufen wollen würde. Wie ja eben schon gesagt, ich möchte nur die Produkte bewerben, die ich mir privat auch kaufen würde. Die Pflegeprodukte, die weiteren, die die da haben, sind grundweg solide. Die Augenpatches sind zum Beispiel richtig geil. Aber die Pflegeprodukte sind noch ein Mühe weniger geil als die ich jetzt aktuell zum Beispiel in Anwendung habe. So. In Aufgebraucht-Videos seht ihr auch ab und an mal noch Produkte von Yepoda zum Beispiel oder von ehemaligen Kooperationspartnern, weil auch von so einmaligen Sachen, ne? Die Sachen werden ja von mir aufgebraucht, wenn ich die gut finde. Und dementsprechend seht ihr die dann ja auch nochmal.
Und die Codes, die ich dann nehme, nehme ich dann von meinen Kolleginnen und Kollegen, dass ihr dann halt auch noch die Möglichkeit habt zu sparen. Und ich unterstütze halt meine Gang. Oh, und die Gesichtsmasken natürlich, die sind auch traumhaft gewesen. Aber ne, das mal nur so am Rande. Genau, die haben schon teilweise richtig geile Sachen. Das stimmt wohl. So, Cartolomio, mit denen habe ich auch schon zusammengearbeitet. Sehr, 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 sehr coole Firma. Die, da findet ihr richtig schöne Karten, Leute, wie der Name schon sagt. Ne? Was magst du an deinem Job am liebsten und was überhaupt nicht? Am liebsten, meine liebe Sina, mag ich, dass ich meiner Kreativität freien Lauf lassen kann. Oh, dass ich hier sitzen kann und einfach mich bunt schminke oder generell Produkte teste, meine Neugierde stillen kann. Das ist auch noch so ein großes Thema, was mir voll am Herzen liegt. Und dabei einfach meinen Spaß haben darf. Also, dass ich halt generell einen Beruf ausüben darf aktuell, wo ich jeden Morgen mich drüber freue, jeden Abend am liebsten gar nicht ins Bett gehen würde, weil ich denke, oh, ich will noch dies, das, Ananas machen und einfach voll darin aufblühe. Also das ist halt, ich lieb's, ne? Manche Videos schneide ich zum Beispiel auch richtig gerne. Also das Videoschneiden ist ja teilweise abgegeben, dass meine Cutterin das macht. Und ja, aber einen Großteil der Videos schneide ich immer noch selber. Was ich gar nicht mag, ist tatsächlich die Buchhaltung. Aber das ist halt auch so eine Sache, die ja, ist klar, ich komme ja berufstechnisch aus dem Vertrieb. Natürlich ist der Buchhaltung nicht ganz so meine Welt, ne? Ich habe ja auch sehr viel an meinen Steuerberater abgegeben, so Steuererklärungen und so weiter. Was euch wahrscheinlich überraschen wird, Events stehen nicht ganz weit oben bei mir auf der Prioritätenliste, denn ich bin so ein richtiger, ich liebe es zu Hause alleine für mich zu sein. Ich liebe meine Dusche, ich liebe mein Bett, ich liebe mein Umfeld, ich liebe meinen Mann, ich liebe meinen Sohn und ich liebe es hier zu sein. Ich liebe es, dass das alles einfach da ist, wo es hingehört. Deswegen bin ich jetzt nicht so der ultimative Wegfahrer. Das heißt, wenn ein Event ansteht, freue ich mich einerseits drüber, dass ich auf dem Event sein darf. Aber die Phase vor diesem Event, diese Vorbereitung für mich persönlich, diese Anspannung, dieses habe ich an alles gedacht und oh mein Gott, ja, das ist halt so ein Ding von mir, ne? Mögen mich die Leute? Komme ich mit den Leuten klar? Wird das gut laufen? Wird das, ja, werde ich da glücklich sein, so, ne? Das ist halt echt immer so ein Ding. Bei Dalton ist es halt so, dass ich die Leute mittlerweile sehr, sehr gut kenne, weil man auch schon auf vielen Events war, man hat sich kennengelernt, man hat sich lieb, sehr, sehr lieb. Und das ist halt wie Klassenfahrt, man weiß, wer kommt, so gefühlt, ne? Und freut sich auf die Leute, weiß, Mensch, Melli kommt, alles wird gut. Nicole weiß, Claudi kommt mit, alles klar, dann kann ich auch mit Melli und Claudi zusammen in den Flieger, weil noch nie geflogen und so, ne? Das wird so spannend. Und das ist halt ein ganz anderer Mut als bei anderen Events. Zum Beispiel, als ich mal in Berlin war auf einem Event. Das war katastrophal für mich. Aber ja, also immer so eine Frage von Gewohnheit. Ich bin so ein richtiges Gewohnheitstier. Ich liebe neue Dinge. Aber bei Menschen bin ich halt immer vorsichtig, weil ich halt auch meine Erfahrungen gemacht habe. Ne? Sehr negative Erfahrungen im Leben gesammelt habe. Und ich habe immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, Respekt vor neuen Menschengruppen. Genau, deswegen bin ich ganz froh, dass es gar nicht so super, super, super viele Events gibt. Freue mich, wenn ich eingeladen bin und dabei sein darf. Weiß aber auch, dass das Ganze von mir persönlich immer so ein bisschen Vorbereitung braucht, weil ich halt irre nervös bin und ja, immer so mit Vorsicht alles genieße. Schminky Eyes, die liebe Steffi möchte wissen, welche Rubrik auf deinem Kanal liebst du am meisten, beziehungsweise deine Leidenschaftsrubrik? Die Rubrik, die ich am allermeisten liebe, sind Aufgebraucht-Videos. Also tatsächlich, das ist etwas, was ich richtig gut finde, weil ich weiß, dadurch kann ich euch super viele Infos teilen. Was ich auch immer richtig feier, sind meine Schminkvideos tatsächlich, weil ich da halt auch Produkte testen kann, wo wir ja wieder hier bei den Sachen sind, ne? Kreativität auslassen, Neugierde stillen und so, Wissen weitergeben, Wissen vermitteln, das ist voll meins, das liebe ich ja. Und ich mag auch super gerne Vlogs zu drehen und Unboxing. Eigentlich mag ich alles so gerne.
Also im Prinzip drehe ich keine Videos, die ich nicht mag. So. Aber es gibt natürlich welche, die ich deutlich lieber mag. Es gibt, oder Formate, ne? Adventskalender-Videos, Leute, die kommen bald schon wieder. Schnallt euch an, es ist schon März, ne? Genau, da wird es nochmal richtig abgehen, du. Auf jeden Fall liebe ich einfach unheimlich das, was ich hier generell machen darf. Und wenn es dann irgendwelche Formate gibt oder, keine Ahnung, Bereiche gibt, wo ich mich nicht mehr wohlfühle, dann mache ich das auch nicht mehr. Also, ja, aber was ich halt am meisten bei anderen super gerne gucke, sind tatsächlich Aufgebraucht-Videos und auch Schminkvideos, dass man halt einfach auch, eine Meinung hört zu den Sachen, ob die halt gut sind oder nicht. Da bin ich dann auch immer sehr, sehr gespannt auf die Meinung von den Leuten, denen ich ja folge, die ich dann teilweise ja auch schon persönlich kenne und denen ich halt auch einfach vertraue, ne? Ansonsten schaue ich auch irre gerne Vlogs und drehe auch gerne Vlogs. Nur das Schneiden ist so ein richtiges Pain in the ass, das sage ich euch, Leute. Da habe ich dann meistens, keine Ahnung, 3 Stunden Material oder so und schneide das dann ja irgendwie auf eine Dreiviertelstunde. Versuche das dann ja auch so zu schneiden, dass es ja auch irgendwie immer wieder ansprechend bleibt und nicht irgendwie langweilig wird. Weil ich habe jetzt keinen super krass spektakulären Alltag, das wisst ihr ja, wenn ihr meine Vlogs schaut, ne? Aber ja, ich versuche das halt so zu zeigen, wie es ist, unverblümt. Und dann hast du halt auch mal mein Wechselbad der Gefühle mit dabei. Und ja, trotzdem aber irgendwie, dass es ansprechend ist. Jetzt im Sommer oder im Frühling wird es wieder richtig cool. Da kann ich auch wieder ein bisschen mehr in den Garten gehen. Ich denke auch, dass es dann auch etwas besser funktionieren wird mit Julius und so. Dass ich da halt auch die Zeit für haben kann, weil sich jetzt auch immer mehr einspielt mit den Großeltern. Genau. Ja, und darauf freue ich mich auch wieder, ne? Wieder in den Garten zu können. Ich sehe nämlich jetzt schon, wie die ganzen Blumen darauf warten oder Sträucher und so und Büsche, dass die halt in Form gebracht werden, dass die gestutzt werden. Ich sehe jetzt auch schon die ganzen Knospen und so. Oh, unsere Rose möchte wieder richtig eskalieren. Da freue ich mich so drauf, wenn das wieder so schön aussieht. Frühling ist eine schöne Jahreszeit, ich sag's euch. Ich mag es einfach gern. Sommer mag ich noch lieber, um ehrlich zu sein, aber das ist halt einfach so eine persönliche Geschichte. Melisa 1906-2000 fragt, wie geht es dir denn, liebe Claudi? Oh, das ist lieb. Wir sind wieder gesund, einigermaßen. Letztens waren wir noch in einer Notaufnahme. Ja, da ging es nämlich dem kleinsten Bewohner des Hauses gar nicht gut. Das war übel. Aber ja, wir haben uns wieder beruhigt, alles ist wieder gut und es geht weiter. Es geht halt jetzt gerade die Erkältungszeit enorm rum und viele Dinge sind für uns halt neu und Situationen sind neu. Da muss man halt auch erstmal lernen, mit umzugehen, dass man das auch besser einschätzen kann. Und ich würde meinen Mut aktuell als eigentlich gut, aber schon besorgt darstellen. Also oder sagen, erklären, wie auch immer, weil jetzt gerade ist es auch so, dass, also wenn ihr das Video seht, habe ich das schon gemacht, aber Sammy hat einen Hotspot, Hundebesitzer haben das vielleicht schon mal gehört, nach seiner OP hat er sich im Gesicht sehr viel gekratzt, halt nicht an der Stelle, die operiert war, sodass die halt zuwachsen konnte, sondern dann direkt daneben. Dadurch hat er sich aber einen Kratzer zugefügt und dieser Kratzer hat sich ganz blöd entzündet. Das nennt sich dann wirklich Hotspot, weil das Ding sich immer weiter ausbreitet. Und damit muss ich morgen, also Montag, erstmal zum Tierarzt, musste auch anrufen, hatte er jetzt am Wochenende auch schon angerufen, um so eine Ersthelfemaßnahme zu machen. Und da bin ich halt einfach sehr besorgt, weil das sieht auch einfach so schlimm aus, was er da hat. Und da hat man dann einfach so ein bisschen Bedenken, ob man das alles richtig macht und so, ne? Genau, genauso wie ich mir auch immer Sorgen mache, ob ich bei Julius alles richtig mache, weil ich das erste Mal in meinem Leben halt Mutter bin und viele Situationen, die sich halt dort für uns ergeben, halt neu sind. Und man möchte alles richtig machen, kann es aber natürlich nicht, weil wir Menschen und keine Maschinen sind. Und da muss man halt immer so ein bisschen diese typische Gratwanderung machen, von wegen, kriege ich das alle gebacken und bin ich eine gute Mutter, ist halt immer noch so ein Thema, was ich mich immer wieder frage und so weiter. Wobei, wenn ich mir meinen Sohn angucke, dann bin ich das wohl, ne? Weil der ist total happy, der ist richtig gut zufrieden und das sagen uns auch alle, dass es ein ganz, ganz glückliches, aufgewecktes, aufgeschlossenes Kind ist, dem es einfach gut geht und das spürt man halt, ne?
ja, trotzdem, es ist halt immer, das schwingt halt immer mit, dass man sich halt so Gedanken macht. Und ja, genau, aber ansonsten, meine Bronchitis ist weg, der Husten ist nach wie vor noch ein bisschen da, aber da wurde uns auch schon gesagt, dass das Ganze noch locker 2 Monate sein kann, dass man so ein bisschen buffget und ja, dass man sich davon halt nicht abschrecken lassen sollte, aber ansonsten sind wir relativ gesund und es geht uns eigentlich gut, doch. Süß, auch Conny Fanti hat das gefragt, das ist echt lieb. Eine Frage mache ich noch, Nemitia0711 fragt, woher kommt deine Liebe für die knallig bunten, schönen Make-up-Looks, beziehungsweise bedeuten sie etwas für dich? Ja, tatsächlich. Also, damals, als ich ein jugendliches Mädchen war und mein Buch Vergangene Verse übrigens geschrieben habe, oder die Gedichte halt dafür, ne? War ich halt wirklich so in so einer Punk-Zeit, also dass ich halt auch gesagt habe, komm, ich mach nur das, worauf, also was ich halt will, ich setze meinen eigenen Kopf durch, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom und so weiter. Und ja, da war ich halt wirklich so mit Killernietengürtel und schwarz und hasse nicht gesehen immer unterwegs. Und das Ganze hat sich dann aber irgendwann geändert, als ich mit meinem Freund zusammengekommen bin, als ich 16 war. Der war nämlich so eher so Hip-Hop-mäßig. Der hat mir übrigens auch mein erstes weißes Oberteil dann in der Zeit gekauft. Fand ich sehr süß. Und ja, wie soll ich das sagen? Also wir waren dann beide wirklich irgendwann auch relativ Mainstream-mäßig unterwegs, weil wir dann ja auch eine Ausbildung gemacht haben. Wir waren im Büro, wir waren dann auch irgendwie so, dass man sich halt wirklich angepasst hat, ne? Und irgendwann kam dann auch so ein Punkt bei uns zu Hause, da hatten wir hier, da haben wir auch schon hier in diesem Haus gewohnt. Da gab es eine sehr, sehr schwierige Zeit bei uns tatsächlich. Privates Thema, um das mal so zu sagen. So. Und da hat sich so ein bisschen was auch in meiner Denke geändert und auch in meiner Art und Weise mit dem Leben zu sein. Und da habe ich mir halt gedacht, okay, ich möchte nicht diese graue Maus sein. Ich möchte nicht immer alles machen, wie alle anderen das machen, sondern ich möchte ausbrechen. Aber wie kann ich ausbrechen? Weil ich ja eigentlich von meinem Wesen her nicht so bin. Ich war, auch bevor ich YouTube gemacht habe, wirklich eher zurückhaltend und so. Ja, und dann hat sich das halt irgendwann ergeben, dass ich dann gemerkt habe, okay, bunt sein ist tatsächlich etwas, was einen auffallen lässt, aber nicht auffällig wirkt. Und dadurch kann ich auch mein eigenes Gemüt ein Stück weit heben. Und ja, dann habe ich mich immer mehr ausprobiert, habe dann ja auch mit euch zusammen schminken gelernt und so und bin dann auch immer mal mehr in den Farbtopf gefallen und habe auch diese positiven Resonanzen von euch bemerkt, die mich einfach noch darin bestärkt haben, weiterzumachen. Genau. Dann kamen die bunten Fingernägel irgendwann mit dazu und damit habe ich mich einfach wohlgefühlt. Und das ziehe ich auch einfach in meinem Leben so weiter, dass ja, man das Ganze einfach so angehen darf, das ganze Leben, das ganze Ding leben, wie es einem gut tut und nicht wie anderes von einem erwarten. Das könnte vielleicht noch so ein kleiner Tipp am Rande sein für die ganze Geschichte. Und ich merke einfach, dass das auch etwas ist, was mich persönlich aufblühen lässt und deswegen fahre ich damit auch weiter und fühle mich damit einfach wohl. Genau. Ihr Lieben, das ist es nur gewesen hier vom Q&A. Denkt, wenn ihr möchtet, sehr, sehr gerne an die Möglichkeit, dass ihr halt mit Claudi-Ostern24 bei meinem Müsli dieses Set für Ome mit dazu bekommt. Alles ist in der Infobox verlinkt. Ich trinke hier noch mein Teechen gleich auf und räume meinen Tisch auf und dann werde ich mit meinen Männern mal zusammen spazieren gehen oder so. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.